Muse. Ja, Queen, also im Prinzip Oh, ein schöner bunter Mix Titel. aus allen Rock-Genres, von Klassik bis Hard Rock. Weil Queen ist ja definitiv ein, ja, Schön. klassischer, eine klassische Rockband, wogegen Rammstein wieder was völlig anderes ist, die nämlich auch dabei sind mit Weidmanns Heil. Rolling Stones sind auch dabei, Slayer, ZZ Top, also die guten alten Kollegen, aber auch die neuen. Gefällt. Jo. Tja, dann geht es aber noch weiter. Das ist ein Oh. großes Thema hier, Warriors of Rock. Es gibt nämlich... Oh, und alle so... Oh, nee. Wir wissen ja alle, Guitar Hero ist so eine relativ große Reihe und der neue Teil soll... eigentlich sollten alle Teile Neuerungen bringen, aber letztendlich ist es aber nur Plastikgeklampfe. So. Ganz einfach. Und da gibt es jetzt noch einen neuen Trailer, den Debüt-Trailer zum neuen Teil und unter anderem ein Video von der neuen Klampfe, die man da bekommt. Die wird, so wie es im Trailer zu sehen ist, kann man die selber zusammenbauen. Man hat nicht mehr diesen Plastikklotz, an dem man sich halten muss, sondern man hat im Prinzip diesen Griff. Den kann man dann modifizieren, wie das jetzt genau funktionieren soll, ob da irgendwie die Teile dabei sind, ob man sich die kaufen muss, keine Ahnung. Stecksystem? Stecksystem mit Ja, Verbindung? Stecksystem, genau. Ach du meine Güte. So Das ist richtig. so irgendwie, mach dir deine eigene Gitarre, so nach diesem Stil irgendwie. Also wenn das in echt, Aber, wenn das in echt gehen würde, dann wären die Gitarrengeschäfte leer. Was sie jetzt hier schon sind. ja, aber wobei ich da sagen muss, da wir ja im Prinzip drei Leute im Team haben, die Gitarre spielen, ich denke, wir alle wissen, dass so ein Stecksystem bei einer Gitarre nicht gut gehen kann. Egal. Naja, es geht schon. Ne? Es geht ja schon, bloß es ist einfacher, wenn du ein Linkshändler bist, einfach Gitarre umdrehen, Saiten umdrehen, dann hast du eine Linkshändler-Gitarre von der rechts auf links. Sind jetzt die Drehknöpfe natürlich jetzt auf der falschen Stelle, Ja. aber okay. Oh, hoppla. Ne? Das ist So, das ist der ich muss Nachteil. mal kurz was trinken. Ich muss zu dem Thema so viel erzählen. Ja, Gott. Soll ich zwischendurch weitermachen? So, in dem Debüt-Trailer Mach mal gibt's ein dann bisschen nämlich Pause, auch, Manni. genau, in dem Debüt-Trailer gibt's dann nämlich auch ein bisschen was von der Story zu sehen. Ganz zu schweigen davon, dass der ziemlich grafisch eindrucksvoll aussieht. Ob die Ingame-Grafik nachher auch so ist, hoffen wir es mal. Obwohl es bei so einem Spiel natürlich nicht auf die Grafik ankommt, ne? Also von daher ist es eigentlich egal. Du könntest auch mit Holzklötzen auf der Bühne stehen, das wird keinen kümmern. Anders als in den anderen Teilen geht jetzt da in dem neuen Teil darum, nicht der coolste Gitarrist der Welt zu werden, sondern man hat acht Kumpanen zur Seite, virtuell muss man an dieser Stelle sagen, also keine realen Personen, die man dann zu seinen persönlichen Rockkriegern formen soll und zusammen mit dem Halbgott des Rocks muss man eine Bestie besiegen. Ja, ist ganz toll. Das ist im Prinzip die Story von dem Spiel. Jetzt fragen sich einige Guitar Hero Story. Ja, ist klar, braucht man das? Nein. Es ist einfach nebenher, damit man immer einen neuen Teil rausbringen kann. Aber so an und für sich ist es aber nur Spielen, es sind aber nur die Songs. So, das war's jetzt aber endgültig. Wirklich? Gut. Gut. Soll ich noch? Nein, bitte nicht. Nächste News. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Little Big Planet. Da gibt es ein Download-Content zu Heavy Rain. Und Heavy Rain kennt ihr, Little Big Planet kennt ihr auch. Sicherlich. PlayStation 3. Ne? Klar. Und da, die könnt ihr jetzt, nun gibt es ein kleines Download-Pack, da könnt ihr nämlich wurde das ganze Ding mal zusammengeschlossen. Das wurde nämlich jetzt von Media Molecule gemacht. Nämlich hat die Wünsche der Spieler entgegengenommen und dann dieses verknüpft. Und in dem ganzen Paket sollen dann 5 Kostüme dabei sein, sowie auch ein Sticker-Paket. Und die Sticker passen natürlich auch zu den Quantic Dreams Trailer. Oder nicht Trailer, sondern Thriller. Und ja, dann habt ihr die schöne Möglichkeit, euren Sackboy in Magician, Jaden, Ethan und selbst auch eine Origami-Figur zu verwandeln. Und ja, das Ganze wird sehr billig sein. Knapp 6 Euro und erscheint am 6. August. Und das ist natürlich mal was wirklich Gutes, ne?
Lustiger fände ich es jetzt mit den Sackboys, das irgendwie zu nachzuspielen, aber okay, das ist ein Anfang. Ja, ne? Finde ich auch. Stille. Warum? Kann es sein, dass ich als nächstes dran bin? Und? Wahrscheinlich, ne? Ja. Doch, ich bin als nächstes dran. Ja, 100%ig, wa? Doch. Du hast verpennt. Ja, ich hätte mir um die Zeit abgelenkt. Ich habe nur spannend zugehört, wie ihr da diskutiert habt. Also. Okay, kommen wir zur nächsten News, sonst wird's noch langweilig für die Zuhörer. Und zwar, Konami launcht eine neue Seite, wo es News, Verlosung etc. gibt, genauso wie ein Character Showdown via Facebook. Diese ganze Seite, da ist auch ein Countdown bis zum Start der E3 vorhanden. Den Link zur Seite findet ihr in unserer News. Jo. Was auch ganz kurz ist, gut, wie gerade News von Marco, ist Killzone 3. Da ist nämlich ein 20-Sekunden-Gameplay-Video erschienen. Oh, ich war so erfasst darauf. 20-Sekunden-Gameplay. Was ist das denn bitte? 20 Sekunden, naja gut, aber 20 Sekunden. Und dann noch ein schlechtes. Ja, schlecht abgefilmt. Es wird ein bisschen gezeigt, wie das Ding gespielt wird. Jackpacks wird auch noch ein bisschen kurz gezeigt. 11. Juni gibt es dann wahrscheinlich einen größeren Trailer dazu. E3, ihr wisst es. Aber pünktlich zu Fußball werden. Ja, natürlich. Aber es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Ach, ja, ich war gerade komplett fasziniert in PlayStation Move. Oder jetzt ein anderer. Nein, PlayStation Move. Kommen wir von einer kurzen News. In 10 Sekunden oder 20 Sekunden. Kommen wir zu einer kurzen News, zu einer langen News, nämlich PlayStation Move. Da gibt es jetzt ein 10-Minuten-Gameplay-Video. Und viele warten natürlich darauf, endlich mal so ein großes Material zu sehen von PlayStation Move. Gibt es jetzt. Zwei Frauen spielen PlayStation Move. Und wie könnte es anders sein? Ja, und zeigen auch einige Spiele mit der Move-Steuerung. Und zur E3 soll es dann noch ein bisschen mehr Material geben und deshalb kann man nur ein bisschen warten. Und diese News ist tatsächlich auch schon ein bisschen älter. Die kommt eigentlich von Freitag, wo ich wurde sich gerade schon wieder bei einigen Seiten beschwert. Die News ist aber auch schon ein bisschen älter, ne? Naja. Die News waren bis jetzt alle ein bisschen älter, also von daher. Ja, natürlich, ne? Wir sind nicht die Schnellsten. Okay. Wenn ihr auch in eine News schreiben wollt, macht es gerne. Obwohl ich sagen muss, dieses PlayStation Move erinnert mich schon sehr stark an die Wii irgendwie. Ja, natürlich, das ist komplett abgekoppelt von der Wii. Mich erinnert dieses Stick an irgendwas anderes. Hat jemand schon das Ding gesehen, wie es aussieht? Ja, so komisch, bin so klug. Das sieht aus wie ich sag nur Frauenspielzeug. Ich sag nur Frauenspielzeug. Naja, für mich sieht es so mehr aus. Du hast eine Art Wii-Controller, ne? So ist ja die Move fast ausgebaut. Bloß du hast vorne nicht flach, nein, du hast vorne eine Kuppel drüber. Was ist das für ein Scheiß? Also, ja, egal. Ja, oh. Das ist ganz einfach. Das ist, damit das kein Plagiat ist. Das muss halt scheiße aussehen. Ja, ich weiß. In Japan wird's hergestellt, bestimmt. Ja, bestimmt. Weiter bitte. Es sieht ein bisschen, naja, egal. Ja. Genau. 4-3. Ich bin dran, Mann. Ich bin dran. Und zwar, ich habe ja ein bisschen länger. Und zwar E3, ja, es geht immer noch weiter. Es gibt weitere Trailer zu E3. Und zwar Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht ja eine neue News von dem Horror-Shooter 4. Jetzt ist ein weiterer Trailer veröffentlicht worden. Danke, Benny. Und zwar wird dieses Jahr im Herbst die neue Version veröffentlicht, und zwar für PC, PlayStation 3 und Xbox. In diesem Video, das erschienen ist, könnt ihr einige Gegner sowie Level erkennen, die man bewältigen muss. Das ist ja gut. Okay. Wir können was zu sagen. Es gibt ja zu viel zu sagen. E3 halt. E3 ist ja, E3. Immer Information. Daher nicht. Moment. Ja. Blablub. Okay. Wir haben ja noch nicht genug von der E3 gesehen. Da kommt auch gleich der nächste Trailer, und zwar von Crysis 2. Natürlich, Crysis kennt jeder, der Grafikbombe überhaupt auf dem PC. Das
fast kein PC kann es überhaupt so richtig mal auf volle Leistung irgendwie abspielen. Egal. Und jetzt kommt Crysis 2 und da ist auch ein E3-Trailer veröffentlicht. Oh. Das Video könnt ihr in der News sehen. Mehr gibt's noch nicht zu sagen. Nö, das ist E3, ne? Gott sei Dank. E3 ist E3. E3 ist Information. Also ich... Information pur als Videomaterial. Ja. Also das... Entertainment. Wie viele Trailer hatten wir jetzt gehabt eigentlich? Wir hatten ziemlich viele E3-Trailer gehabt, ne? Ja, aber beziehungsweise irgendwelche Videos. Plus den Guitar Hero-Trailer. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, dieses Jahr... Ja, Guitar Hero hier, Money. Ja. Ich hab mir vorgenommen, dieses Jahr nicht so viele E3-News zu schreiben, aber ich bekomme es nicht drum herum. Was ist es? Du musst irgendwas halt schreiben, ne? Ja, und was das Guitar Hero-Thema betrifft, ich bin halt ein Plastik-Gitarrenheld, egal. Ja. Jetzt kommen wir von E3 mal zu